Er wird von den Granaten aber schön geworfen. Stirb. So, über die Brücke, dann tun wir das doch mal. Und ich habe schon wieder kaum noch Munition. Aber da liegt Munition, das ist gut. Wow, hier ist Action angesagt. Boom. Haben wir ihn gekillt dadurch, anscheinend. Das hat aber fast uns gekillt. Oh no, und da ist ein Dicker. Ich habe keine Granaten, nix. Hier ist Munition. Dann gehen wir nochmal hier lang. Also ich muss mich jetzt nicht unbedingt nochmal mit dem anlegen. Auf wen schießt er denn? Wow. So, nicht mein Freund. Oh, mal schnell geflüchtet, ey, wie so eine Pussy. So, der ist aber down jetzt. Yeah. Oh nein, noch ein Koloss. Ich hab ihn dem Helm zerballert. Glück gehabt, ja. Ich will nur die Nanos schnell holen. So, danke. Und weg. Hatten wir hier noch irgendwo Munition? Ist da noch was drin für mich? Danke. Huiuiuiui. Jetzt geht's aber wirklich ab hier. Ich glaube, da merkt man schon dran, dass es langsam dem Ende zugeht. Ich würde sagen, da hinten wird doch jetzt irgendwas gesprengt. Wow, Alter. Es ist nur doof, dass wir noch auf der Brücke sind, während die gesprengt wird. Lauf, Alcatraz, lauf! F-Greifen. Oh, shit. War das gut? Nee, jetzt ernsthaft, war der gut drin? Wer war das? Fuck, das war fies. Das war echt gemein. Okay, was sagt uns das? Achtung, später sind wir selbst ein Alien und die gehören auch noch zu uns. Dann haben wir keine Feinde mehr. Ja, der Anzug wird auch immer ja, persönlicher. Ja, also gut, wir kennen ihn ja jetzt schon eine Zeit lang. Und auch wenn wir nicht viel mit ihm reden... Er war uns immer ein treuer Begleiter. Deswegen finde ich es schön, dass wir uns langsam mit ihm anfreunden.
So, eins ist so, Hargreaves hatte noch ein paar Mal mit uns geredet gehabt. Also die Aliens haben ihn schon mal nicht geholt aus seiner Röhre da, als sie dann da dieses, als sie uns Special da Operations angegriffen Group? hatten. Sie waren bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Gut, jetzt mal halt dann wirklich. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Gino, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das ist er. Wir haben ihn. Ach, was ein Zufall. Mensch, dass mich die Strömung ausgerechnet zu euch getrieben hat. Ja, wir laufen hier so ein bisschen wie so ein Betrunkener. Gut, Meine Güte. Tara. Ich dachte, Sie wären auf dem Grund Hoi. des Flusses. War ich auch. Das ist ja das Besondere. So. Bye bye, Hagrid. Jetzt sind wir wohl auf unserer Seite. Schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die Surfstrukturen, Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Mensch, schon am Grund des Sees oder des Flusses habe ich direkt noch eine Pistole gefunden. Ihr glaubt das aber nicht ehrlich, oder? Ne, K-Volt. Sehr schön. Und eine Mike. Passt mir ja nicht so. Aber gut, eine K-Volt. Aber dann verballern wir erstmal die 500 Schuss der Mike. Muss ich jetzt fahren oder nur schießen? Fahren, nur schießen, okay. Gedächtnis. Die ist ausgerichtet, die Basis der Seth direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Spuren. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tyra Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier Barclay. Hört Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Sie wollen einen taktischen Nuklear-Sprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist wahr. Was? Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Sie können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Ich betrachte das als notwendiges Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Kuhn hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf verdammt los! Halten Sie den Kanal und können Sie mal sehen, was Sie tun können. Bin dabei. Das ist gut, hier brauche ich nur zielen, dabei kann ich eine rauchen. Ja. Wir haben Läufer. 9 Uhr. So. Hey, nimm die Donos mit. Haben wir ein schneller Blatt gekriegt. Die fette Plunze. Fuck.
Oh, shit. Ah, ne, den Mike wollte man erstmal nehmen. Ja, bin noch da. Na, wir behalten dann jetzt mal diese komische Dings hier. Das ist nett. Ah, und so ein Dicker. Dann schauen wir mal, was die Plotze hier kann. Boom. Ja, ah, ging rein. Da sind wir hinter. Die Waffe könnte schlechter sein, ne? Das ist schön grillen. Ha, boom! Jetzt komm her! So, dann haben wir auch keine Munition mehr. Von daher, macht's gut, Leute. Gehen wir mal weg, in der Hoffnung, dass wir vielleicht noch eine andere Waffe finden. Sollen wir hier hinten denn auch lang? Ja, oh, da. Nehmen wir uns halt mal eine Pumpgun mit. Oh, C4 hab ich da gelesen. Oh, der, da. Der